Ron. Ich kann dir helfen. Bitte lass mich dir helfen. Neischwanz, Bro. And his name is... Mein Lieber! Wie geht's uns denn heute? Was passiert jetzt? Ach, gar nichts, nee. Wo ist mein eigentlich mein Handy? Dein Handy ist nicht da. Warte, ich würde es mal ganz kurz anrufen. Wir sind verbunden mit der Vodafone. Also. Wie war's gestern? Es war ein ruhiger Abend. Es war ruhig. Nicht viel passiert. Genau, es Hast ist du einfach. Gut geschlafen neben mir, Digga? Ich habe super gut geschlafen neben dir, weißt du, wo ich besser geschlafen habe? Ja. Auf dieser Couch. Alter, hab ich einen geilen Arsch. Der Kameramann muss es auch einmal sehen. Ey, das ist eine Erinnerung. Das kannst du irgendwann deinen Kindern zeigen. Das war ein Video, wo wir. Ja, das war ein Pokerabend. Pokerabend beim Fitness. Alles auf Risiko. Wir sind gestern irgendwann nach der Partysause sind wir ins Taxi gestiegen, ja. Eine Frau hat mich da sehr angegangen, wenn ich das mal so sagen kann. Und dadurch habe ich vergessen, nochmal beim Aussteigen so nach hinten zu gucken, also den Schulterblick, ja, ob mein Handy halt wirklich noch da liegt oder ob ich es mit habe. Vergesst niemals den Schulterblick, weil sonst habt ihr so einen Morgen wie ich ohne Handy, ja. Und das Problem ist, scheiß auf das Handy. Ja. So ein Handy kostet, keine Ahnung, 1000 Euro. Okay, ich bin hier im Urlaub, ich will es mir gut gehen lassen. Ich kaufe dieses Handy, aber da ist eine SIM-Karte drin. Was soll ich denn jetzt machen? Wie professionell habe ich diese Rothaarige gestern beim Gyros-Essen geklärt? Ja, professionell ist jetzt eine andere Frage, aber es war auf jeden Fall relativ schnell. Wir waren beim Gyros-Laden. Ron hat gesagt, siehst du die da drüben? Ich glaube, ich nehme die mit. Ist rübergegangen, die sind mitgekommen. Lass dir mal von Marc gleich das Video zeigen, mein Dudester. So, mein Lieber, komm mal ran hier. Einmal ganz kurz. Das ist Spülmittel. Aber schaut mich mal an. Nice Schwanz, Bro. Jetzt wisst ihr, wieso ihr euch bei niceschwanzbro.de beim Newsletter eingetragen habt. Das ist ein Piece davon, was euch bald überrumpeln wird. Ich muss schon sagen, es kommt clean und edel, oder nicht? Nico, du als erfahrener Modedesigner, was sagst du dazu? Das ist geisteskrank. Vor allem, ich hätte niemals gedacht, dass du aus Paris kommst. Wie passiert wie in einem Jahr? Wir werden auf jeden Fall jetzt gleich... Entspannend. Meinst du, wie Steve, wie du jetzt? Oh, Digga. So, und jetzt zeige ich mal, wie ein Tornado funktioniert. Mein Lieber! Ich muss pissen. Entspannend. Turn down for what? Schau dir mal den Ausblick an. Ja? Ist ein Tausender wert, oder? Also, wir gehen jetzt zum Vodafone-Shop hier auf Mykonos. Wir holen nur die Esel. Wisst ihr wieso? Weil dieser gut aussehende, breit gebaute Typ hier mir sein iPhone 12 Pro ausleiht. Und ich fahre jetzt gleich auch nochmal mit einem Quad runter. Halt die Fresse! Ich würde niemals in diesem Zustand mit einem Quad fahren, ohne Führerschein. Steig auf! Da kommt gerade eine sehr hübsche Frau. Ich schäme mich. Pepe, komm mal ein bisschen vor mich. Ich habe mich gerade sehr angepisst, Alter. 2 Stunden später. Mein aller Jutster. Ey, das war doch mal eine Tortur, oder? Angela Merkel musste ich nicht kontaktieren. Das Gute ist, dass ich gut connected bin. Und ich, Idiot, ja, das iPad von mir lag die ganze Zeit vor meiner Nase. Das Problem war, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, dort reinzuschauen für die Kontakte. Ich weiß nicht, woran es lag, aber am Ende des Tages fragt man sich immer, woran hat es gelegen? Auf jeden Fall muss ich mich jetzt ganz schnell umziehen. Mein aller Jutster, guck dir das an! Ich bin bei Instagram! Super, mega geil! Marc, du bist Modeberater, komm ran hier! Bro, hey, wie lange habt ihr bitte gebraucht jetzt, um das alles auszuprobieren? 3 Stunden, wirklich, ohne Spaß. Entweder ich mache heute den Mykonos, also so den richtigen Mykonos-Look, mit so einer fluffigen Hose. Ja. Und so. Aber ich kann halt auch Folgendes machen, guck mal, ich habe hier meine Händen bereitgestellt. Ja? Was sagst du zu dem hier? Was sagst du zu dem? Fluffige Hose mit dunklem Hemd. Besser wie? Ja. Mein allerbester Jutster, Alvaro, mein Jutster! Mein Liebster!
Marvin, guck dir mal dieses Sixpack an. Hey Leute, ich war gestern richtig ein Reinficken. Ich kann dir helfen. Bitte lass mich dir helfen.